Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal haben wir in Kolonie May ausgeholfen, so gut es ging. Haben einen Nopo geholfen, auf einer gefährlichen Insel nicht im Treibsand zu versinken. Naja, eigentlich ist er schon irgendwo versunken, aber wir haben ihn gerettet danach. Weil er Angst hatte, dass diese Insel verschwindet wollte, hier hin. Und auf derselben Insel stehe ich hier gerade. Ich habe das Ether mal für das Feronis eingesammelt und wollte das jetzt als allererstes hier erstmal eben kurz abschließen. So, dann ist nämlich das auch mal erledigt. Haben wir direkt zu Anfang etwas abgeschlossen. So, dann können wir uns jetzt hier die Container gönnen und natürlich auch mal gucken, was hier aus der Minifabrik rauskommt. Diese Nopo-Münzen müsste ich mal ein bisschen mehr verwerten. So, einmal gucken, was kommt hier denn so Schönes raus? Ich gebe sogar gleich zweimal aus. Pizza-Rauchkerze, Pinschnicke, Rotal der Kurelle, Neo-Walnüsse. Leckeres Zeug. Du hast, glaube ich, einen Stein für mich. Okay. Was verkaufst du denn so Schönes? Okay. Klingt auch nicht so schlecht. Sind interessante Wertgegenstände hier. So, viermal alles besitzen sollte ausreichen. Danke dafür. Let's make the most of our break, guys. Zu besprechen haben wir, glaube ich, gerade nichts. Nee. Müssten dafür hier nochmal einen weißen Nebel suchen. Aber wir können alle ein Level abmachen. Level 6, 67, das ist ein sehr hohes Level. Where to from here? I see some relations have changed. Ja, momentan wollen wir mehr Nebenstory als Hauptstory machen, weil im Prinzip sind wir mit einem Kapitel ja durch und wir müssen ja gucken, dass wir auch die Nebenstories machen. Ich überlege gerade nur, mit welcher wir jetzt hier loslegen. Das Feronis müsste ich auch noch aktivieren. Das war bei dem Einfeld hier in der Nähe, wo Effel gestorben ist. Da müssen wir auch noch das machen, weil da wird auch dann nochmal ein Nopon auftauchen. Die ewig lange Quest. So viele Questen haben wir jetzt gerade nicht offen. Ist das hier in der Nähe?
Es findet zumindest hier in der Gegend statt. Ach, das, das ist ja hier oben, ne? Das führt mich dann so oder so zur City, also können wir die Quest ruhig bevorzugen. Ich will halt nur gucken, dass ich nicht aus Versehen dahin gehe. Und hier müssten wir uns eigentlich auch nochmal anständig umschauen, weil ich könnte mir vorstellen, dass hier auch nochmal ein paar Nebenquesten sind. Bisher nichts auffällig an dieser Stelle. Das da sieht interessant aus. Übergangsbrücke Ost. Wir helfen denen. Ich glaube, das Ding wird uns fertig machen. Und Juni liegt. Tatsächlich könnten wir den aber platt kriegen. Wir haben einen Level 84er Down bekommen. Unglaublich. Und hier jetzt nochmal dasselbe. Sogar Level 85. Die Maschinen laufen amok. Nein, ich will nicht sterben, danke. Ich glaube, dass ich die Daumen bekomme. Und trotzdem kriege ich kaum XP dafür. Ja, Schloss Agnes mag mich dann. Was zum Geier ist hier los, dass die Maschinen amok laufen? Das kommt mir schon fast wie eine Nebenquest vor. Auch noch zwei von denen. Und dort. Einen von denen kriege ich da und zwei nicht. Einer weg. Wird schwanken, du dummes Ding. Genau, belebt mal die Leute wieder. Okay, jetzt ist RIP. Ich glaube, hier komme ich nochmal hin, wenn ich ein wesentlich höheres Level habe. Ich glaube, dass hier etwas viel direkt vonstatten geht.
looking good. Be godly like this. Oder bleibt da eine tot? Nee. Oi, oi. Things are looking patchy. Ich bleib mal vom Kampfgeschehen weg. Und schau mich hier einfach mal eben kurz noch um. Ich komme hier, glaube ich, noch mal hin, wenn ich Level 80 bin. Dann habe ich nämlich wesentlich bessere Chancen gegen die Viecher. Die Leffnisse hier mögen mich nicht. Ich korrigiere, wenn ich Level 90 bin. Hier ist ja mega Vieh. Wie soll ich wesentlich später erst hinkommen? Definitiv. Na gut, ich spiele ins Wasser. Und schwimme zu meiner Quest da hinten rüber. Das ist, glaube ich, sogar tatsächlich der schnellste Weg. So, sind wir im Zentralhafen. Schrägaufzug. Ist hier vielleicht irgendwas los? Hat irgendwer Informationen für mich? Dürfen auch uninteressante sein. Hab mich mal provisorisch aus dem Bild gepackt. Good to add more names. Okay. Wenn es weiter nichts ist. Ich war auf die Quest gefasst. Dann machen wir euch mal auf. Und wieder rüber. So, Tor ist offen. Diesen Knopf hätte ich hier nicht selber drücken können. Warum dort? Let's go. Und wir fast einen halben Kilometer weg. Naja, bis fast 5 Kilometer, meine ich. Eine ewige Reise später, Leute, ne?
Hier sollen wir jetzt ein paar Monster verprügeln. Ich bin Spray. Was verkloppen wir überhaupt? Ist der Ausblick jetzt wirklich so schön? Wenn das schon Panorama Cup heißt hier. Oh, das sind einige Monster. Shall we deal with this? I'll draw them. Can't let you show me up, Noah. I need you, Mio. Ooh, that looks like stings. Honestly, I'm in pain. I'll keep on pelting them. Okay, 11 Monster, das dauert einen Moment. Wir sehen uns, nachdem ich den letzten verkloppt habe. So, hab den letzten gerade fertig gemacht. Ja, wir haben eigentlich vom Prinzip her fast gar nichts gemacht. Wenn sonst nichts weiter ist. Kann ich mir die Schnellreise sparen. Auf Gondar müssen wir, glaube ich, nicht aufpassen. Die Rückkehr. Looks like colony relations have changed. Da ging die Stufe hoch. So, ich wechsle mal direkt schon mal den Helden. Sure. Können wir nämlich Grace-Missionen heute auch machen.
Dafür muss ich nach da hinten. Aber erstmal Infos. Dann können wir bei der City ja direkt als nächstes halt die ganzen Infos absammeln. Romeo und Julia haben hier immer noch Probleme. Schön, dass wir die nochmal wiedersehen. Das ist auf jeden Fall eine Nebenquest da vorne. Es ist ein Depp widerfahren. Nee, wahrscheinlich krankheitsbedingt. Manchmal noch nicht zur tiefen Mission. Ah, hier sind nochmal Infos. Er hat aber eine tolle Frau. Bist du schon in unserem Fanclub? Mehr. Hey, ein bisschen mehr Motivation. Solltest du dich doch froh schätzen, so eine tolle Ehefrau zu haben. Folge dir gleich weiter, das muss ich eben kurz mitnehmen.
habe hier einige Infos abzuholen, habe ich gehört. Oh, die kennen wir, glaube ich, noch. Die waren noch unten bei dem Boot, wenn ich mich recht erinnere. Lass mich raten, ich darf Materialien holen. Ich wusste es. Das haben wir schon gemerkt. Juni ist aber auch nicht viel besser. Ich habe schon wieder Folgen. Auf ins Klinikum. Ach stimmt ja, ich muss ja auch die Frau hier hinbringen. Guck mal, zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, unter der Erde war vielleicht ein bisschen hart für die, aber sicher.
Und wir dürfen wahrscheinlich auch wieder suchen. Aber das ist was fürs nächste Mal. Ich will mich nämlich eigentlich um die andere Quest kümmern. Ja, dann wusste ich doch, auch wieder Material sammeln. Giga-Granatäpfel. Vielleicht würde der Feronis die auch ausspucken. Den wir repariert haben. Also dafür muss ich so oder so Zutaten sammeln. Sollte ich sie haben, gebe ich ihm na auch direkt. Aber wenn ich erstmal sammeln muss, ist es definitiv was das nächste Mal. Ich muss immer noch in die Richtung. Nee, ich muss noch einiges sammeln. Ich sehe, einige Relationen haben sich verändert. Die ist doch ganz nett. Ein bisschen freundlicher. Ach, Politik. Immer wieder ein Grauen. Klingt sehr begeistert. Kralan ist Medica-Pipiz. 5 Viecher einfach nur eben kurz schlachten. So, einmal kurz ein paar Hasen verprügelt. War nicht sonderlich spannend, glaubt mir, die waren nur Level 40. Die waren recht schnell tot. Dann mal zurück zur Ehefrau. Macht sie bestimmt schon Sorgen. Oh, Julieta, ich habe Gerüchte über dich gehört.
will auch was. Jetzt bin ich interessiert. Das wäre so ein Spruch, den ich abgeben würde. Ich kann euch ertragen, wenn ihr nicht nervt. Gray ohne Maske. Das will ich sehen, legt sie ab. Gray ohne Maske will ich jetzt sehen. I see some relations have changed. So siehst du also ohne Maske aus. Siehst ja richtig cool aus. Richtiger Edgelord. Warum trägst du denn eine Maske? Sieht so richtig cool aus ohne. Die Augenklappe verstehe ich, aber die Maske, die muss doch nicht sein. Gut, Leute, nee. Ich würde sagen, für heute war es das dann jetzt. Parking ja schon wieder weit lang genug. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.